Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. Es hat wie immer mal viel zu lange gedauert, aber die Minecraft Live-Show am Samstag hat es klargestellt, diesen Mittwoch kommt ein Update. Und das zocken wir heute. Oh, wir haben einen neuen Ladebildschirm, während das im Hintergrund lädt, was anscheinend sehr, sehr lange dauert, weil Nintendo Switch-Version, ihr wisst, mein PC steht dann auch egal. Das Video kommt heute später. Es kam auch eine längere Zeit keine Videos. Es tut mir leid. Aber dafür starten wir jetzt auf jeden Fall direkt rein in eine neue Folge Minecraft Dungeons. Und morgen Abend kommt dann auch Mario & Rabbids. Freut euch also auf die nächsten Tage. So, und jetzt stürzt das Game ab. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Ladebildschirm. Ich sehe hier schon ein paar neue Sachen. Du kannst beim Zauberschmied deine Verzauberung auswechseln. Das Händlersymbol auf der Karte zeigt an, wo du ihn retten kannst. Sobald er gerettet wurde, hält er sich in deinem Lager auf. Wunderbar. Grafik sieht grausam aus. Ich weiß, Leute, judged mich später dafür. Aber ich muss sagen, an sich, immerhin dieses Dunkle ist weg. Es sieht mal freundlich aus. Und wenn ich mich richtig erinnere, soll der Schmied sich nachher hier unten... War das hier oder war das hier ganz unten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Was möchte ich? Auf jeden Fall sollten wir diesen erstmal finden. Und ich glaube, das machen wir jetzt. In den Hochblockhallen. Würde ich sagen, da wir das Level natürlich schon kennen, spiele ich das ganz kurz auf einer einfachen Schwierigkeitsgrad durch, schneide euch das Ganze raus, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ihn habe. Als ich mir das Game damals für die Switch geholt habe, wollte ich das eigentlich nur holen, um eine portable Version zu haben, aber ich wusste halt nicht, dass das wirklich so krass laggt manchmal. So unsauber und da merkt man halt, das Game ist für einen PC optimiert und nicht für eine Nintendo Handheld-Konsole. Da war mal ein Lag. Könnt ihr mir tatsächlich gut vorstellen, dass der Verzaubermeister, wie auch immer der heißt, sich hier befindet. Das sieht irgendwie so aus, nach so Marktplatz und so, ihr wisst, was ich meine. Bis jetzt aber tatsächlich doch nichts. Hör auf, mich hier abzuschießen. Das laggt. Es tut mir so leid, dass das so extrem laggt. Ich würde es euch in guter Qualität liefern. Ich hoffe, das nächste Update macht es besser. Im Übrigen, da kann ich gleich mal über die Updates reden. Heißt das so? Ach, keine Ahnung. Ist eine neue Season. Wie genau die heißt, habe ich vergessen. Ich blende euch hier mal ein, wenn ich dran denke. Auf jeden Fall, der Tower hat ein Multiplayer-Update bekommen. Ihr könnt jetzt mit bis zu 4 Spielern im Tower spielen. Natürlich neue Cosmetics und alles. Aber wer braucht das schon? Ich könnte den Brunnen nehmen zum Skippen, aber ich tue es mal nicht. So, kommt. Doch, hier befindet er sich. Aha, da haben wir ihn doch. So, dann sehen wir uns gleich wieder im Lager. Und da ist er. Mit dem Zauberschmied, wenn das Ganze lädt. Ersetzt eine Verzauberung deiner Wahl durch eine zufällige. Die Kosten steigen jedes Mal. Ihr könnt... Er startet sofort alle ausgehenden Zauber... Genau. Ihr könnt mit einem Item hingehen und wenn euch eine Verzauberung nicht gefällt, könnt ihr die auswählen und eine andere. Da wird dann gerollt. Würfelmäßig bekommt ihr dann eine andere. Also anstatt, was habe ich jetzt? Anstatt Dornen könnt ihr dann einfach das auswählen. Für Geld kriegt ihr dann eine zufällige andere. Ganz genau so. Aber wofür wir eigentlich hier sind, ist hier. Der überwucherte Tempel. Ein komplett neues Level. Das andere sollte eigentlich alles zu 100% abgeschlossen sein. Warum jetzt das Level hier nicht zu 100% ist, weiß ich nicht so ganz. Ist aber auch egal. Wir machen jetzt Überwucherten. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Baumgipfelwirrwarr. Nee, wir machen das schon auf normaler Schwierigkeit. Keine Ahnung, wie hart wir ablosen werden. Wir werden sehen. Ich habe mega Bock. Ich habe viel zu lange darauf gewartet, Mann. Wahrscheinlich ihr auch. Ihr könnt ja mal ein Like da lassen, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr mehr sehen wollt. Der Tower bekommt nämlich auch nochmal 2 Videos. Ich bin tatsächlich immer noch erkältet, bitte lasst euch davon nicht sterben. So, komplett neues Level. Ich hab Bock. Hier geht's erstmal nicht weiter. Ich muss aufpassen, ich will nicht sterben. Ich lass mich hier oben lang. Oh, Creeper. Oh, man. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, aber auf der Switch-Version mal ebenso kurz das Level neu zu starten, dauert einfach mal 4 Minuten, weil das so lange lädt. Wo muss ich denn lang? Gibt es so viel? Oh mein Gott, weg da, weg da, weg da. Warum ich neu gestartet habe,
Ich will nicht so früh am Anfang direkt sterben, weil ich glaube, das wirkt sich nicht gut auf das Level aus. Wenn man direkt am Anfang einen Dead hat. War mein Hund gerade grün? Ah, wahrscheinlich wegen Vergiftungseffekt. Bleib stehen! Ja. Ich mag die Skelette mit den Gleaves, den langen Speeren, überhaupt nicht. Hier befinden sich ein paar. Das Spooky-Event ist auch bald, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Am 24. Das ist am Montag. Da werden wir natürlich auch reinschauen. Vielleicht nicht gleich am Montag. Aber wir werden auf jeden Fall reinschauen. Und mich freut das so. Ist zwar nicht mein Lieblings-DLC. Ihr wisst, oder wie einige von euch wissen, ist mein Lieblings-DLC tatsächlich das Hidden Death DLC, das mit dem Wasser, weil ich das so innovativ fand mit der Luft und so. Hat mir echt gefallen. Könnt ihr auch gerne mal das, die Videos dazu anschauen. Die waren schon echt sehr passionate. Ah, nicht so nice. Da heile ich mich doch mal kurz. Diese Dinger sind mittlerweile auch überall. Die machen Giftschaden, sich, das ist wichtig. Und zwar, wenn man sich hier drin befindet, spawnen die immer so einen Radius. Gab es doch schon im Dings DLC. Was ist raus? Ich glaube, das macht Schaden. Das. Du bist eben immer wieder raus aus dem Radius, dann wieder rein und dann spawnen Gegner. Jetzt zieht es an und jetzt bam. Genau, und da ist halt. Sollte vielleicht auch nicht zu nah an die Dings dran. Da hinten noch. Creeper. Oh, man. Bleib stehen. So. Da hinten ist vor oder da oben rechts ist eine Tür. Das seht ihr auf der Map in der Mitte. Ich lasse die Map immer eingeblendet. Nach so ziemlich geschlagenen Safe 5 Minuten oder so geht es dann hier jetzt endlich weiter. Und wir sind im Baum drin. Sehe ich das richtig? Ja. Oh, das sieht cool aus mit dem Lila hier hinten. Gefällt mir. Ich habe hier immer ein sehr kritisches Auge auf Minecraft Dungeons. Das war ja meine Zeit lang sogar mein Lieblingsgame, zusammen mit Mario Odyssey. Mittlerweile muss ich sagen, Minecraft Dungeons kriegt einfach zu wenig Content, wie dass ich es halt täglich spielen könnte. Bis ich mein Main Character ist Level 251 plus oder so. Also wirklich das Maximum. Ich habe jedes Item, ich habe alle Achievements in dem Game. Also für mich lohnt sich das einfach nicht. Deswegen der neue Charakter und jetzt eben das DLC wird ein bisschen hier reingehasselt. Das DLC vor allem. Die Zusatzlevel, die es hier gibt. Scheinbar ist hier oben auch schon wieder ein Ausgang. Wir haben Strahlenkranz, gell? Ich finde das toll, wie wir die ganze Zeit geheilt werden. Zack. So, und steppen wir weiter. Es geht immer so nach oben. Sehe ich das richtig? Immer so im Kreis nach oben. Wir sollten auch vielleicht gleich mal in diesen Stein-Dings reingucken. Oh, jetzt würde ich mich aber gerne mal heilen hier. Mit den Apfel mit. Ja. Ah, nicht so gut. Aber wir heilen recht. Wir haben direkt ein neues haben wir ein neues Item bekommen? Nö, haben wir nicht. Wie delete ich das so und so? Ja, Xbox-Steuerung ist halt nicht so nice. Wir haben Todeshandel. Das seht ihr links. Das ist dieser Emerald mit diesem Pfahl drinne. Bedeutet, wenn wir sterben, ich glaube, ihr wisst alle, was es bedeutet, dann werden wir einmal vor dem Tod bewahrt. Ich glaube, wir müssen relaxen. Oh, Creeper. Viele Creeper. Okay, scheinbar ist das hier so ein Creeper. Raid. Und Spinnen. Aber das sind nur Dingsspinnen, die können uns nicht festhalten. Oh, und Skelette. Ich feiere das mit dem Gift überhaupt nicht. Das ist nur nervig. Oh, bitte nicht. Heilung, 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 bitte. Ganz dringend. Okay, wir warten, wir warten. Wir bleiben entspannt, Geist. Ich freue mich auch schon mega auf morgen. Also ganz ehrlich. Minecraft Dungeons, schön und gut. Aber Mario & Rabbids Sparks of Hope bin ich, muss ich sagen, ehrlich hyped drauf. Wir haben genug Pfeile. Wir können auch mal ein bisschen Bow-Spamming hier machen. Ganz ehrlich, komm. Hier aufladen noch vielleicht. So. Da regelt sich das doch schon ganz gut. Noch ein bisschen die Smaragde mit. Ich weiß zwar nicht wofür. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir haben. Ich sitze wie immer mit meinem halben Körper davor.
vielleicht mal drüber nachgehen, ins Gym zu gehen und abzunehmen? Nee, Spaß. Brauche ich nicht. Einfach so. 25.000, das ist okay. Wo muss ich lang? Das ist eine gute Frage. Hier hoch? Dann rechts? Nö, hier kamen wir her. Bin mal wieder ein bisschen verwirrt. Oh mein Gott, das ist unfair gewesen. Hab ich nicht. Geh mal hier lang. Ja, ich glaube hier lang. Ja. Oh, da ist noch einer. Meine Frage ist, hier ist noch eine Tür. Was ist hier hinter? Ich würde da gerne durchgucken. Eine Kiste. Mit einem Bogen, der genauso stark ist wie der hier, aber den behalte ich. Im Übrigen, das ist nicht mein zweiter Account tatsächlich. Er ist von einem Kumpel. Er ist anscheinend nicht viel zu wissen. Aber, ja. Enderman? Weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll. Oder eher nicht. Aber wir bekommen gut Heilung, wenn wir den hitten. Komm, komm, komm. Wunderbar. Und einen Zwillingsbogen, der stärker ist. Mit Arus. Lass da mal reingrinden. Find's immer gut, wenn ich die Hälfte nicht sehen kann. Abprallen. Naja, nehme ich mal. Ja, mir genug Verzauberung. Wucht. Ja, wenn dann Wucht. Und das hier. Okay. Direkt mal einen stärkeren Bogen. Finde ich gut. Ja, oh, da ist ein Pick. Pick immer gut, Guys. Dorn feiere ich an dem Krieg gar nicht, aber wir haben es runtergehauen. Was haben wir bekommen? Das ist eine Rüstung, die kenne ich nicht. Das heißt, die ist wahrscheinlich im Game selber neu. Setzt die Artefakt-Abklingzeit beim Einnehmen von Tränken zurück. Heiltrank hat alle Verbündeten in der Nähe. Ist wahrscheinlich eine der neuen Rüstungen. Sieht ganz cool aus. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich hätte B drücken. Xbox-Steuerung, ich sag's euch, ganz schlimm. Nintendo und Xbox, einfach... Okay. Nintendo und Xbox haben ja ihre Controls exakt andersrum. Nicht so nice. So, Knöpfchen drücken. Date kriegen wir hin, Guys. Einmal hier rüber steppen. Wenn hier nur so ein paar Gegner im Weg sind. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ich bin runtergefallen. Heil mich. Yo, wie viel Damage habe ich bekommen? Obwohl ich mich gerade geheilt habe. Steppen trotzdem mal da lang. Schließlich sollten die Gegner hier alle weg sein. Wunderbar. Hier befindet sich noch so ein Haus. Da gucken wir auch mal rein. Oh, mit einer Spinne. Nichts Besseres. Der Sound, der gerade gespielt wurde, hat sich cool angehört. Bitte auch mal irgendwas. Heilung. Was? Zünde Kreaturen an. Ja, ja, mache ich gerne. Warum ist diese Pflanze da direkt vor uns, also da unten, so stark? Okay, okay. Auf jeden Fall ein Achievement bekommen. Weekly Challenge ist das. Ist nix. Wahrscheinlich ist das random, wie das spawnt. Und jetzt spawnen hier Creeper. Ich habe meinen Dog geholt. Der sollte hier hoffentlich ein bisschen regeln. Oh Gott. Lauf, lauf, lauf. Okay. Creeper müssen weg, ganz dringend. Ja, auch. Ich kann mich nicht bewegen wegen der Spider. Okay. Die Pflanze ist despawned. Okay, tschüss. Aber dafür lebt die hier noch. Aber die ist relativ schnell. Zack. Ich habe tatsächlich nicht vor zu sterben. Aber mal gucken, wie das heute wird, ne? Da ist ein Ocelot, das greife ich jetzt. Steppen einfach mal weiter. Bis jetzt gefällt mir das Konzept dieses... Wir laufen von unten nach oben. Diesen Baum halt hoch. Wir kriegen echt gut Damage mit diesem Giftschaden. Zack. Wo müssen wir lang? Ich sehe den Pfeil nicht. Nach oben.
Soll ich trotzdem da unten lang? Komm, wir gucken, was sich da unten befindet. Ist ja schließlich auch ein bisschen hier Explorer-Mode on, ja? Der schließlich auch ein bisschen was zeigen. Schön den Stärketrank reinzünden. Zack. Der ist stark. Oh, hier laufen wir über Bäume. Da gibt's auch einmal kurz, ich glaube, wenn ihr zum Secret Dungeon, der Panda-Hochebene oder wie die heißt, kommen wollt, müsst ihr auch an einer Stelle über Bäume laufen. Wie gut ich mich noch erinnere. Ja, ja. Ein bisschen schneller laufen. Nur für eine Kiste? Jetzt, bist du mal rakte. Dann halt nicht. Laufen wir wieder nach oben. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es hier weitergeht. Im Pfeil zufolge schon. Creeper muss ganz dringend weg hier. Ah, normale Skelette finde ich gut. Finde ich nicht so gut, dass sie hier jetzt wieder Gift haben müssen. Aber wir haben einen krassen Rückstoß auf unserem Bogen. Dabei habe ich da noch nicht mal reingeskillt. Lass mich wieder erstmal mein Ding hier holen. Komm. Hier noch. Warum können die da durchschießen? Wir wissen, wie man da hinkommt. Ah, wahrscheinlich, wenn man wieder alle Knöpfe drückt. Hier geht's nicht weiter. Okay. Mit dem Bogen, glaube ich, dann arbeiten. Oh mein Gott, hier ist viel zu viel los. Zack. Knopf drücken. Weiter. Erkunde das entwurzelte Dorf. Nicht verwurzelt. Sorry. Hey, wir haben einen echt starken Rückstoß. Ist das irgendwie ein Effekt von dem Bogen? Nee. Okay. Trotzdem cool. Da befindet sich der nächste Knopf, den wir drücken müssen. Auch ganz schnell hin. Runter. Zack. Nehmen wir die Kiste mit. Ach komm. Sind wahrscheinlich wieder nur Smaragde, dachte ich. Ich glaube, jetzt können wir da oben tatsächlich weiter. Will ich wissen, was sich hier befindet? Normalerweise nicht, meistens nur Gegnerhorden. Ja. Steppen wir back. Ne, ein Knopf fehlt noch. Den holen wir uns noch kurz. Der befindet sich hier oben. Ja, weg, Mann. So, hier. So, und jetzt können wir scheinbar auch hier weiter. Wunderbar. So, du bist auch weg. Wunderschön. Wunderschön, genau. Wunderschön, Leute. Oh, eine Ocelot-Rüstung. Die gibt es zwar schon länger im Spiel, aber trotzdem cool, die zu haben. Weil die habe ich, glaube ich, noch gehabt. Also noch nie benutzt zumindest. Das hier sieht nach One Way aus. Da verschließt irgendwas. Was befindet sich hier oben? Wahrscheinlich nicht. Die Kiste, die jetzt spawnt. Nö. Einfach unnötig. Okay. Dann steppen wir hier weiter. Sieht aus, das verschließt. Macht mir Angst. Da hat sich mein Dog drum gekümmert, um den da oben. Ey, so viele Effekte. Dornen, kritische Treffer, Strahlenkranz. Vor allem ist meine Rüstung nicht irgendwas sogar vergoldet? Nö. Bei mir ist alles aus Gold. Weil ich den Tower sehr oft gespielt habe, tatsächlich. Dann kriegt ihr vergoldete Items, die meistens immer stärker sind, je nachdem, auf welchem Level ihr spielt. Das ist halt einfach so kommt. Da könnt ihr dann gut den Progress machen. Ich habe am Tag, glaube ich, 10 oder 20 Level rausgeholt in Stärke, nur das, wobei ich den Tower gespielt habe. Da, der Tower ist nicht einfach. Aber wenn man sich ein bisschen anstrengt, kriegt man das doch ganz gut hin. Was hier hinten? Was auch immer hier ist, ich werde mich mal heilen. Ah, da sieht es aber schon so aus, als wäre hier was. Ja, und zwar ein Raid, den wir zocken können. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier Creeper spawnen. Genau, das passiert natürlich! Bitte nicht! Oh mein Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, okay. Die stacken sich! Ich glaube, da ist er, der erste tot. Ich spüre ihn. Nein!
Leben am Limit, Leute. Leben am Limit. Ja, gut. Zwar low life, aber ein bisschen Loot geholt und das ist doch etwas. Da kommt Wind raus, pustet uns aber nur ein bisschen weg. Wind kennen wir ja aus dem Howling Peaks DLC. Meiner Meinung nach wirklich das Schlechteste. Also das ist echt traurig. Ein bisschen Bow spammen. Wir machen ja auch nicht gerade wenig Schaden. Das hat sich tatsächlich sehr gut angefühlt. Jetzt gehen hier ziemlich... Wie geht's weiter? Jetzt geht ein Weg nach links und ein Weg nach rechts. Ich sag, wir gehen erstmal links lang und dann rechts. Wir haben mega den Rückstoß. Hab ich doch aus Versehen auf Rückstoß? Ja, habe ich schon. Wollte ich das auch? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Okay, oh, wieder eine neue Rüstung. Ich weiß nicht mal, ob die neu ist. Ich glaube aber schon. Ich glaube schon. Ich sag mal, 90 zu 99% ist die neu, weil ich kenne die nicht. Ich kenne normalerweise sonst jede Rüstung. Hier sind so viele Creeper, die sich tarnen können wegen dem Grün. Ja, nicht schön. Was ist mein Dog? Der macht nichts, Mann. Yeah. Ich bin schon wieder 40 Minuten in der Aufnahme. Das ist krass. Ich habe noch einen Zahnarzt hin. Ich muss um 17 Uhr fertig sein, in einer Stunde. Heißt nicht, dass das Video um 17 Uhr geschnitten wird. Oder schon fertig ist und rauskommt. Ich rechne so, wie ich es schon auf Instagram heute gepostet habe, zwischen 19 und 20 Uhr. Ich weiß es noch. So, was befindet sich noch hier rechts? Ich hoffe mal keine Creeper. Der wird ein bisschen wieder reingehauen. Wunderbar. Ich gebe ein bisschen die Party ab. Hallo. Entspann euch doch mal. Ganz ruhig bleiben wir. Das sind Pandas. Hallo. Oh, die machen sogar so Kunststücke. Die klatschen. Wie süß. Hier steppen wir wieder zurück. Gewinnt? Ja, tatsächlich schon. Hier hänge ich immer ein bisschen. Okay. Egal. Nächste Ebene. Nächste Ebene. Wieder im Baum drin, ne? Was war das? Verderbnis der Kugel. Überwinde das Netz. Was ist denn für ein Netz? Da gehe ich jetzt aber noch nicht durch. Ich nehme mich erstmal gut um. Ja, das war mir klar, dass irgendwas passiert. Ja, aber erstmal ganz simpel, wenn ich das richtig sehe. Oh mein Gott. Aber hier komplettes Gespam. Ich halte auf gedrückt. Hallo? Ah ne, da ist gar keiner. Der steht oben. Okay. Weiß jetzt nicht. Ah, okay. Überwinde das Netz. Aber ich will noch gucken, was sich hier unten befindet. Okay. Da spammt halt ein bisschen. Hab ich kein Problem. Wo ist er? Der Rückstoß kickt tatsächlich echt gut rein. Die neue Rüstung kriegen wir tatsächlich sehr... Diesmal haben wir sogar eine neue Rüstung bekommen, die stärker ist als unsere aktuelle. Aber wir haben halt... Klar, weniger Leben. Aber was haben wir hier für... Ah, not so bad. Komm, wir nehmen mal hier. Ich lösche das nicht. Ich schicke das dann nachher wieder zurück. Todeshand und vielleicht auch noch die Mehrfachrolle. Warum nicht? So, da haben wir auch mal die neue Rüstung jetzt im Test. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Cool. Scheinbar von hier aus gar nicht.
Dann lass uns mal den Weg oben weitergehen. Ich glaube nämlich, dass hier unten ist nur so eine Zwischenpassage, also da, wo wir gerade drinnen waren. Hier oben geht es eigentlich dann oben. Ah, das nehme ich noch mit. Gleich mal hier links auffüllen. Todeshandel. Warum sind wir eigentlich gestorben? Wir hatten Todeshandel. Habe ich die Rüstung gewechselt und wir sind dann gestorben? Das war stupid. Hier kann man runterfallen. Wusste ich nicht. Zack. Da hinten noch. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt wieder. Genau, und jetzt sind wir auch hier oben, wo es weitergeht. Wunderbar. Wie viele Endermans gibt es denn hier? Nein, ich wollte nicht runterrollen. Ich wollte wegrollen. Wenn ich hier sterben sollte, ist tot. Dann heule ich. Rebub, dich habe ich gesehen. Ja, wir haben den Enderman gekillt. Der Dog kann mal hierher kommen und mir helfen. Ihr seid mal alle down hier hinten. Mann, geht doch alle mal weg. Ich hab einen Enderman zu bekämpfen. Vielleicht auch mal so gegen heilen. Vielleicht auch wichtig. Aber immer kein allzu großes Risiko eingehen. Eine verfluchte Axt haben wir bekommen. Sehr schön. Ja, aber wir bleiben erstmal ganz ruhig. Das heißt, wir bleiben ruhig. Wir haben nur noch 2 Leben. Irgendwie wird das Level auch nicht einfacher. Das hier ist eine ganz unangenehme Stelle. Das gibt mir so Vibes, als würde hier gleich irgendwas Großes spawnen. Ja, auch wie die Kamera hier rauszoomt. Ich wusste es! Bitte nicht. Nee, wir gehen hier weg. Wir gehen hier weg. Hier gibt safe nur Loot oder so. Wir gehen wieder. Wir waren nur kurz da, um Hallo zu sagen. Wir haben zwar jetzt wieder Todeshandel an, aber ich riskiere es nicht. Und sogar ein Level abkassiert. Wunder. Ah, ihr seht schon, ich habe ein paar Cosmetics drinne. Ich brauche sie zwar nicht, aber schön sind sie halt trotzdem. So. Weg damit, komm. Nee, gar nichts machst du hier. Hallo? Von was werde ich denn überall beschossen? Ah! Ich kann mich nicht heilen. Okay, heilen. Wenn ich mich heile... Da kann ich die Artefakte wieder usen. Wie cool ist das denn? Der Feuerbolzenwerfer. Ich muss unten lang. Dann gehen wir halt unten lang. Den Dog rufe ich trotzdem mal wieder. Oh, der hat Geschossabwehr. Nicht anschießen. Wichtig. Aber wir slammen die schon ganz gut weg. Ja. Und der wird schneller, wenn er Damage bekommt. Aber wir können die halt auch gut runterschießen überall. Ist so ruhig. Oh mein Gott, da ist so einer von den Großen. Heilung und Dings zünden. Okay, schön. Einer nach dem anderen hier. Wir sind gleich tot. Bitte, bitte, bitte. Okay, einmal Todeshandel hat gezündet. Es wird knapp, Guys. Es wird knapp. Ich habe große Angst. Wenn wir ihn weg haben, bin ich zufrieden. Wunderbar. Wir schicken mal unseren Dog vor. Wir haben nur noch ein Leben, was halt echt nicht strong ist. Und ich weiß halt nicht, wie lange das Level noch geht. Deswegen, ich gehe mal ein bisschen mehr auf Defense. Heißt auf Fernkampf. Ja, nehme ich trotzdem mit, kann man zu Geld machen. Die sind Unterwasser-Zombies? Ich
habe noch nie verstanden, wie Minecraft Dungeons Mobs verteilt, aber ja. Fahre die Brücke aus. Okay. Aber alles braucht seine Zeit. Ganz gut. Ein bisschen noch Heilung tanken. Mein Dog, du machst das hier. Okay, einmal da oben ist ein Knopf. Also da, ganz oben. Und wahrscheinlich hier ist auch nochmal einer. Ich würde aber sagen, wir gehen erst zu dem oben, weil da keine Mobs sind. Okay, da spawnt jetzt gleich was. Wir warten, bis unsere Effekte alle down sind. Let's go. Wartet auf, dass was spawnt. Jetzt. Okay. Entspannt euch. Ganz ruhig. Ey, einfach nur noch draufhauen und auf die Leben gucken. Reaper ganz schnell weg. Nicht so einer. Finde ich gut, dass du auf ihn gehst. Komm, 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 komm. Weg damit. Okay, safe. Ganz ruhig, ganz ruhig, Guys, ganz ruhig. Oh mein Gott, ich habe so Angst zu sterben. Ich habe so eine unfassbare Angst zu sterben. Und komm mal mit. Der Dog, da haben wir dem Dog einen Namen gegeben gehabt. Kann mich nicht mehr. Okay, komm, let's go. Ich kümmere mich darum, dass das hier ausgeht und hoffe einfach mal nicht zu sterben. Hallo? Wofür eigentlich? Hier ist doch ein Knopf. Ich kann einfach weiterlaufen. Hä? Was muss denn noch? Gibt keinen Knopf mehr. Hä? Den haben wir doch gedrückt, oder? Bin ich jetzt komplett lost? Auf ganz entspannt erstmal die hier durch die Mauer. Ich steck fest. Nein, hör auf. Wieso kann er da durchschießen? Ich bin gleich tot. Wir entspannen uns, wir warten. Guys, ich schneide euch das, wir warten. Ich sag, wie es ist. Schnell hier runter. Da oben ein bisschen Bow-Spam. Bis die beiden runterfallen. Bis die beiden runterfallen. Wunderbar. So viel zu beide. Take das. Okay. Wir haben eine Doppelaxt. Doppelter Schaden, Regeneration und schneller Angriff. Ganz genau. Ich hoffe, mir gehen die Pfeile safe nicht aus. So, haben wir wieder eine Rüstung. Nein, nicht so einer. Nicht noch einer. Hör doch auf. Bitte. Ich hätte früher schießen müssen. Okay, Todeshandel hat uns noch einmal gerettet. War nicht so, wie ich es gerne hätte, dass er uns gerettet hätte, aber immerhin. Da ist noch einer. Wir warten, bis er hier kommt und dann wird er weggefeuert. Nee, nee, komm doch mal ein Stück näher her. Komm mal her. Mann, Dog, hör doch auf. Kommt der? Und da wird er wieder weggefeuert. Aufgeladen. Aufgeladen. Und zack. Rückstoß hat sich doch als gut erwiesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt mal down. Der hat Regeneration, gell? Jetzt kommt. Das war knapp. Wunderbar. Heißt aber nicht, dass ich hier jetzt noch mehr Stress mit euch will. Ich spam einfach ein paar Pfeile rein. Und eine Dog. Krieg ich auch noch vor. Hier links. Das könnte man hier überrollen. Ja, kann man. Eine Obsidian Chest. Wunderschön. Und da kann man auch wieder zurückrollen hier. Und da drüben mal ein bisschen Bow-Spam. Bevor der hier rüberkommt. Der Smarte, Leute, der Smarte. Die Kamera hilft euch in solchen... die Map hilft euch in solchen Situationen tatsächlich sehr. Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Mittlerweile 60 Minuten, eine Stunde am Aufnehmen. Noch kein Ende in Sicht. Ja,
Macht Spaß. Bis jetzt zumindest macht es noch Spaß. Ich will einfach nicht mehr sterben. Das wäre mir wichtig. Also die Rüstung, ihr werdet ganz schön zugeballert mit der Rüstung. Das ist okay. Will mich nicht beschweren. Okay, wir müssen, glaube ich, erst unten was machen. Bevor wir oben weiterkommen. Oder vielleicht auch einfach diesen Knopf drücken. Der einen Raid auslöst wahrscheinlich. Wie unheilvoll. Drei Zombies? Oh, vier, sorry. Ja, es spawnen mehr. Das ist mir relativ egal. Tschüss. Hört sich's auch nach Raid an? Interessiert mich gar nicht. Hier einmal einen Knopf. Wer macht, dass wir hier weiter? Ah, und jetzt wahrscheinlich wieder die andere Tür. Oh mein Gott, hier ist der Polpi gespawnt. Das ist, glaube ich, das Karma, dass wir einfach dran vorbeigerannt sind. Anstatt uns ehrenvoll mit denen anzulegen. Aber die können auch nicht wirklich was. Tag durch, Simba. Jetzt geht's für uns hier weiter. Okay, I see. Wir warten. Wir haben Zeit, Leute. Wir haben Zeit. Das Video wird wahrscheinlich sowieso Überlänge des Todes haben. Genau. Jo, da sehe ich mich. Wunderbar, er ist down. Ey, tot ist jetzt was ganz unschön. Also, ich sag mal so, tot ist immer was Unschönes. Aber jetzt gerade besonders. Weil ich dann halt alles bisher nochmal neu zocken kann. Das reicht mir nicht von der Zeit. Öffne die Tempeltür, das klingt final. Ich renn hier durch. Zack, 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 zack. Mit jedem Knopfdruck spawnt ein Raid. Nein? Aber ein Dog spawnt für mich. Wir haben echt viele Pfeile. Das könnte echt ein guter Vorteil sein nachher. Also halt jetzt. Was für nachher? Es ist schon wieder zu warm, Leute. Im Winter. Ich weiß. Finde ich jetzt aber nicht so schön, dass der hier auf ist. Komm, 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 komm. Gar nichts soll er können. Wunderbar ist er weg. Also ich rechne jetzt nicht mit einem Boss oder so. Weil ich hab, also, nee. Aber irgendwie nicht die Lust dazu, jetzt hier nochmal komplett alles abzugeben, was ich mir ja aufgebaut habe. Da halt erreicht habe. Aber ein Raid scheint es trotzdem zu sein. Aber nur wenn das da hinten das Level, das safe das Level endet. Besiege die Tempelverteidiger. Geht doch weg, ganz ehrlich. Weg hier und ihr zwei auch. Es leckt wieder wunderbar, meine Freunde. Qualitätscontent, für den ihr abonniert haben solltet. Im Übrigen sowieso, wenn ihr mehr Minecraft Dungeons nicht verpassen wollt, Glocke, ihr werdet immer benachrichtigt. Dann kriegt ihr mit, wann nächste Woche oder übernächste Woche. Mal gucken, das Ganze hier weitergeht. Oh, da lebt noch einer. Das ist nicht euer Ernst. Und Dornen. Klar. Ich sag mal so, kein Stress. Aber Stress. Ja, komm. Tot. Also ganz ehrlich. Das ist nicht euer Ernst. Ich sterbe so. Da hat gezündet. Lauf, lauf, lauf. Okay, wir laufen, bis wir wieder... Bist du auch einer von denen? Aber du hast keine Dornen, oder? Nö. Finde ich gut. Einmal das hier, einmal die Heilung. Und
da wird hier reingespammt des Todes. Das finde ich jetzt richtig ungünstig. Ich will nicht sterben. Er wird gebo-spammt. Ich spüre Dornen wieder. Oh ne. Ja, feiere ich gar nicht die Vieh. Ich kann zweimal wegräumen. Ist halt ein Vorteil, den ich habe. Heilen, heilen, Heilung rein. Dogspawn, Dogspawn. Doch, hier treffe ich wen. Oh mein Gott. Aber der hat nicht mehr viele Leben. Der hat ultimativ viele Leben. Ich will hier kurz durchatmen können. Okay. Einer ist weg. Irgendeiner kann sich regenerieren von denen. Ich glaube, er ist es. Wobei, er sieht aus, als könnte er halt gar nichts. Ja, kann er auch nicht. Ist es nur noch er? Ey, wenn es nur noch er ist, ist das so entspannt. Weil er ist halt kein Stress. Haben wir es? Mein Gott, wir haben es. Oh mein Gott, yes, wir haben es. Das ist jetzt aber auch das Levelende. Hier ist mein Gold, hier sind meine Smaragde. Und da ist das Levelende. Wunderbar, Leute. Oh mein Gott. War überhaupt nicht stressig oder so. War ein ganz entspanntes Level. Ja, ich zitter ein bisschen. Okay, hat aber tatsächlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Der Boss am Schluss hätte nicht sein müssen. Ich wäre auch ohne ausgekommen. Aber krass, dass wir es geschafft haben. Hätte ich von mir persönlich tatsächlich gar nicht erwartet. So, jetzt will ich aber noch wissen, was wir bekommen. Oh, das ist neu, diese Anzeige hier. Aber cool. Ich spiele als Minecraft. A muss ich drücken. Ich komme da immer durcheinander. Wir bekommen Eisenhaut-Amulett. Das ist schön. So. Wir können auch hier reingucken. Sollte jetzt ja die neue Season sein. So, wir fangen ganz vorne an mal bei gucken. Wir gucken uns das ganz kurz durch und dann steppen wir auch weiter. Das Fauna-Fest. Genau. So, erstmal wieder ein paar Smaragde. Ein paar Effekte. Reden wir nicht drüber. Die unteren könnt ihr euch angucken, falls ihr den Season Pass besitzt. Ich bin nicht gewillt, mir dafür Geld auszugeben. Bis jetzt ganz süß, was es so gibt. Skins auch. Ja, die Tiere wie immer gewöhnungsbedürftig. Und das letzte, ein Schildkröten-Cape. Wir können den Igel. Der überzeugt schon. Ja. Naja, ich muss erstmal noch Season 1 und 2. Wobei, bei mir sind die ja durch. Ich muss jetzt hier anfangen. Okay. Guys. Was stand da? Egal. Beim nächsten Mal würde ich sagen, schauen wir uns den Tower an. Den splitte ich in zwei Folgen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Dann verpasst ihr nämlich auch die nächste Folge nicht. Nein, das war andersrum. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin durch für heute. Der Bosskampf hat mich ziemlich auseinandergenommen. Bis dann. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Leute.